Gebete gehören genauso zu einem Gottesdienst wie die Musik und das gemeinsame Singen. Doch aufgrund der Corona-Beschränkungen war das Singen in Gemeinschaft lange Zeit ausnahmslos nicht erlaubt. Gerade für Chorprojekte in den Gemeinden war dies ein schwerer Schlag. Kantor Carsten Koch aus Idstein wollte sich damit jedoch nicht abfinden. Er nutzte die Möglichkeiten der modernen Technik für ein ganz besonderes Musikprojekt. 12 Sängerinnen und Sänger haben eine Tondatei bekommen, sind dann hier einzeln in die Kirche gekommen, haben eingesungen. Danach haben wir noch E-Piano aufgenommen und ich habe mich hier hingestellt und dirigiert. Und am Schluss ist das Ganze im Computer zusammengesetzt worden. Das Ergebnis sind mittlerweile mehrere Musikstücke, die Carsten Koch als Video ins Internet gestellt hat. Für ihn und seine Musiker war das eine wertvolle Erfahrung. Man hat wieder das Gefühl von Gemeinschaft. Man ist zwar einzeln da, aber hat am Schluss ein Gesamtergebnis, also ein Gesamtkunstwerk, wo alle ihren Teil zu beigetragen haben. Carsten Koch und seine Mitstreiter haben in einer Zeit voller Distanz mit ihrer Kreativität ein Projekt voller Gemeinschaft geschaffen. In Idstein wünscht man sich dennoch sehr, dass man bald wieder gemeinsam musizieren kann. Also man merkt, dass diese ganzen Online-Geschichten viel Spaß machen, aber sie ersetzen halt nicht das Zusammenkommen. Und gerade bei Musik und bei Chorsingen ist es halt sehr wichtig, dass man sich gegenseitig hört, wahrnimmt, miteinander agiert. Und das kann man mit dem Medium Internet und digital nicht wirklich umsetzen.